Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Walking Dead, Road to Survival. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in einer neuen Folge und heute geht's weiter in den südlichen Wäldern mit Abschnitt 7, denn wir sind ziemlich am Ende der Story am Abschnitt dieses Teils. Und Garrett wurde angeschossen und verletzt. Halte durch, Garrett, ich schließe das Tor und hole Hilfe. Mirabel, pass auf! Okay. Brauchen wir jetzt schneller. Alle Teammitglieder halten jetzt den Angriff. Alle Teammitglieder werden... So, machen wir das mal so rum. Schnelle brauchen wir jetzt. Und starke. Na, wir haben noch jemanden da. Die Christa. Das einmal. Das einmal. Das und das. Da werden wir gerüstet und legen los. Ach, den das Buchträger nieder. Schaltet ab seine Glieder. Ich freue mich, mit euch zum Mitbrüder. Singe größere Lieder, das tut mir leid. Ganz gut. The Walking Dead ist mit eines der eintönigsten Let's Plays, die ich so gemacht habe. Das einzige Interessante ist halt die Story-Zwischenstücke, finde ich. Die Kämpfe sind bisher auch alle sehr ausgeglichen, beziehungsweise meinerseits einseitig, da ich ja meine Charaktere ziemlich gut hochgelevelt habe, so vorhin. Anstatt die Story weiter zu spielen, bin ich ja dabei, meine Charaktere anzupushen. Leute. Auch in der letzten Reihe, aber nicht in der vor euch steht. Der Schaff ist ein speziell, oder? Boah, die Teamheilung hat mich noch gar nicht gebracht. Also jetzt ist der noch tot. Ich muss auch ein bisschen spannender machen. Man lässt ja einfach mal drei Runden hier das Auto abzulaufen. Und danach haben wir noch ordentlich gesehen. Jetzt sind wir schon. Bam! In den Kopf! Einfach so. Puff! Alles klar. Was? Hat Spencer. Sehr schön. Danke. Zwei Stück noch, das sollte kein Problem sein. Ich sehe auch nicht. Jo. Na komm, weiter, weiter, weiter. Tada! Aber der ist wenigstens noch mal ordentlich zerplatzt, der Kamerad. So, wieder eine Runde bestanden, geschafft, überstanden, überlebt. Thank you.
Arm ab, geschlossen. Okay, dann werden die Gegner doch ein bisschen anders, oder? Aber nur so langsam. Ich bin mal gespannt, wie das in der nächsten Mission aussieht. So. Wie cool, mein Freund. Ja. Also, die Bastard haben wenig viel gebracht. Aber wenigstens. Mal 3 Stück. Sehr gut. Das sollte dann machbar sein, den wir aufgeschossen. Ja, sehr gut. Wir haben ein gutes Team. Überlebender Schaden. Südliche Wälder überstanden. Keine Dauernweste. Aber eine Bauchtasche. Ich glaube, die sind auch gut. Oh, die Arena wurde freigeschaltet. Das Tor ist gesichert. Hey, ich habe Garretts Blutung gestoppt. Er ist noch ziemlich angeschlagen, aber ich glaube, er wird wieder. In der Zwischenzeit schleicht sich eine düstere Gestalt in die Arena. Sind auf Rache. Ach, der Priester. Der zweite Schwarm. Die Streune hier sind zum Trainieren oder nur zum Anschauen. Oh, Wachpostengewehr. Oh, und 70 Goldstücke. Killermaschine. 6500 Streuner getötet. Da sammeln wir uns auch mal die Belohnung für ein. Yay, Holz. Chat. Rekrutiere. Scheiße. Ups. 10 Goldmünzen fehlen uns. Okay. Ein bisschen können wir, glaube ich, noch. Und starten mal hier. Garrett und Darius säumen in die Arena. Ach, sieht er fertig aus. Ein bisschen verwundet. Mal ganz kurz einen Schluck trinken und entschuldige ich mich. Ich weiß, dass das früher eine Rennstrecke war, aber wir könnten das hier zu einer Farm umbauen. Voll die gute Idee. Und jetzt strotzt es hier vor Streunern. Hilfst du uns? Die werden sicher nicht von alleine wieder weggehen. Aber sowas von. 10 diesmal. Da haben wir jemanden neuen. Andrea haben wir mit am Start. Mac? Ja, das war's, glaube ich. Unsere 3 blauen. Yo. So. Rot ist gefährlich für stark, also können wir die beiden beilassen. Wir werden aber hier die beiden tauschen. 20% und um 20% erhöht bei Fernkämpfern. So, das sollte ausreichen, die Arena hier zu säubern. Hoffe ich. Das ist aber eine schöne Location, mal ein bisschen grün. Aber was anderes. Die nicht so, wie soll ich sagen, Zombie-Apokalypse aus. Gab das jetzt Sinn? Oh, dahinter, im Hintergrund sind auch noch welche. Okay, ihr Bitches! Ach, Streuner liegen ist das einfachste der Welt. Wenn nicht irgendwelche People zwischenstehen, die mit Gewehren am Schießen. Das klang so, als ob es einem wäre.
gucken wir mal, was Andrea macht. Wieder Schuss. Da schreiben wir einfach auf. Eine kleine Heilung zwischendurch. Sehr schön. Mein Putti Putti in der Arena, mein Putti sauber. Putti Putti sauber, die Arena. Killing Ramboni. Ja, nicht gut. Ja. Einmal gehauen, damit auch alle in der nächsten mal sterben. Sehr schön, brave Zombies, fein gemacht. Freue mich, dass ihr so gut kooperiert mit mir und einfach kommt. Weg. So, letzte Welle überstanden mit einem Verlust. Ich sage, es wird später. Schwerer, meine ich. Und später betraut. Was war das denn? Ein Stab. Ob wir den für irgendwas gebrauchen können? Keine Ahnung. Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Abschnitt, ja. Ich muss unbedingt mal eine Pause machen. Wie sind sie hier reingekommen? Das war alles abgesperrt. Ohne Vorwarnung kehrt der Priester Jeremy zurück. Es gibt immer einen Weg, Brüder. Du bist Kacke. Echt gut ein. Oh, zumindest die eine eben. Okay. Ach, nicht cool. Alles auf eine Bitch konzentrieren und es bringt trotzdem nichts. Jetzt müssen wir ein bisschen geheilt. Und Energy Drinks zu benutzen. Leider haben wir für unsere schnellen Leute keine Sachen, die Dings pushen. Hier den Adrenalinrausch. Ja, sehr schön. Tada! Lauf mal ganz gut. Lief ganz gut. Ja, kritische Angriffe sind natürlich auch sehr vom Vorteil für uns. So. Jeder darf mal draufkloppen. So zum Beispiel. So, vorletzte Welle. Blöde Bitch, wollte nicht sterben. Hat aber gerade noch geklappt. Ja, ist okay. So, Gary
nicht so, ne? Mal schauen, ob der Priester wieder dabei ist. So, wie wir den schon abgemuckst haben. Nee, der ist noch nicht dabei. Aber die hier ist eine Power-Kampfliste. Wie geht es euch Wetter? Tada! Und wieder einige Menschen weniger hier in diesem Örtchen. Oh, Bauchtasche, sehr schön. Aber keine Downjacke, Downjacke, Down. Nein. Downjacke. Downjacke. Keine Downjacke bei gewesen. So, und wir brauchen nur noch einen Kanister. Beziehungsweise wir haben noch genug Kanister für einmal Attacke. Wir werden jetzt nochmal ein paar Charaktere hier ausbilden, um demnächst mal unsere Charaktere wieder weiter ein bisschen hoch, wieder ein bisschen weiter hoch zu leveln. In 12 Stunden ist auch unser Rathaus auf Stufe 9. Und ja, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen in einer neuen Runde von The Walking Dead Road to Survival wieder. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn es dies getan haben sollte, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch morgen wiedersehen in einer neuen Runde. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und haut rein. Ciao.